Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. Mich irritiert immer noch sehr stark der Brief. Das war eine Nachricht, mit der ich nicht unbedingt gerechnet hatte. Und jetzt soll es heute Mittag auch noch gewittern, sehe ich. Also, ich glaube, ich mache mal weiter. Lenkt mich mit der Arbeit ein bisschen von den Gedanken ab. Aber ich muss mich auf jeden Fall bald mal erkundigen und weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, was ich da machen soll. Die wollen mir einfach den Grund hier wegkaufen. Also, damit rechnet man ja nicht unbedingt. Vor allen Dingen, man denkt ja, einem gehört das alles, aber ich glaube, die sind im Recht. Das werden noch schwierige Zeiten sein, die da auf mich zukommen, aber jetzt müssen wir erstmal hier mit der Gülle rausfahren. Hätte ich eigentlich vor dem Regen machen sollen, aber gut, da war es Nacht. Und ehe es nachher noch gewittert und das alles noch schlimmer wird, mache ich das jetzt mal. Ich glaube, der Boden ist noch nicht zu matschig. So, anhängen, Zapfwelle, mehr brauche ich nicht. Und dann fahren wir mal raus mit der Gülle. Da vorne ist, weiß ich nicht, ich habe da irgendwie Leben gesehen, heute Vormittag schon. Ich glaube, da arbeiten sie irgendwie. Muss ich mir nachher mal genauer anschauen, was da gemacht wird. Aber jetzt geht's erstmal zu dem Herrn Schneider und zu seinen Schweinen, um da ein bisschen Gülle abzutanken, weil da läuft schon alles über. Und deswegen müssen wir es jetzt ausbringen. Also ich würde sagen, einmal kurz rüber zum Schweinehof. Und dann heißt es einmal aufladen. Machen wir einmal voll das Ding. Ja, ist noch nicht so wahnsinnig matschig. Wenn das jetzt ein paar Tage hier durchgeschüttet hätte, dann wäre das vermutlich nicht mehr so sinnvoll, mit der Gülle rauszufahren. Aber so sollte es eigentlich funktionieren. Nehmen wir es kurz mit und dann geht es wieder zurück zu der ersten Wiese. Und später fahre ich dann auch noch bei dem Martin vorbei. So, dann machen wir das Ganze wieder hoch. Und dann kämpfe ich mich hier wieder über den Hof vor. Es ist auch echt eng hier, also mein lieber Scholli. So. Okay, fahren wir einmal hier vorne rechts rum. Und dann wieder rechts. Mittlerweile habe ich natürlich den Dreh hier raus. Früher, als Herr Schneider hier noch das Ganze bewirtschaftet hat. Und ich weiß nicht, wann der mal wiederkommen wird. Aber ich glaube, auf das, was er gemacht hat, gibt es lebenslänglich. Also ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass ich den irgendwann mal hier wieder auf dem Gut sehen werde. Naja, deswegen macht mir das auch alles hier so ein bisschen Kopfschmerzen. Aber früher, als ich den noch besucht habe, hatte ich hier oft Probleme durchzukommen. Jetzt funktioniert das wieder einigermaßen. Und die Schweine sind auch glücklich und klar, es macht auch Spaß irgendwie, aber es ist viel Arbeit und wenig Ertrag. Eigentlich würde ich das gern loswerden, aber ich weiß nicht. Vielleicht besuchen wir den Herrn Schneider bald mal im Gefängnis. Mal schauen. Naja, gut. Aber jetzt erstmal mit dem vollen Transporter hier über die Landstraße. Irgendwie ist es leer hier im Moment. Kaum was los auf den Straßen. Man sieht auch kaum bekannte Gesichter. Ich glaube, bei dem Wetter hat niemand so richtig Lust. Aber so ein bisschen, die Arbeit muss ja gemacht werden, ne? So, dann nehmen wir mal hier die Landstraße. Hm? Oh, doch eine größere Baustelle. Was machen die hier? Müssen wir mal ein bisschen... Kommen wir hier durch? Funktioniert das? Boah, das ist aber... Mal kurz gucken. Holla, die Waldfee. Kurz schauen. Ich glaube, hier das erste Hindernis kann ich noch passieren. Aber ob das da hinten klappt, müssen wir aber gleich ausprobieren. Aber hier darf man lang, oder? Hier steht nicht irgendwie verboten, Durchfahrt verboten. Ich fahr mal hier lang. Ich meine, ist der kürzeste Weg, deswegen... Schau mal schnell. Boah, was haben sie sich dabei gedacht hier, das so zuzubauen? Vielleicht sind das schon die Vorboten. Vielleicht wollen die uns hier das Leben zur Hölle machen. In dem Dorf, das wir freiwillig ausziehen und das Ganze verkaufen. Oh. Boah, nee, also... Das kriege ich nicht hin. Da hinten wird es ja nochmal richtig eng. Ist er auch. Ich glaube, der hat das gleiche Problem. Herr Schmidt? Ja? Kommen Sie hier auch nicht durch? Nein. Also, das erste Hindernis habe ich noch versucht zu nehmen. Warte mal, also das macht mich fast ein bisschen sauer. Wie kann man eine Baustelle so absperren? Das ist viel zu eng. Mal kurz nachfragen hier. Ja. Hallo?
Hallo? Der reagiert auch gar nicht. Hallo? Anklopfen hier. Hallo? Hallo? Ach. Hey! Hey, Jo Meister! Was erschrecken Sie mich denn so? Ich hab extra laut gerufen. Ich wusste nicht, wie ich Sie sonst erreichen soll. Sind Sie hier für die Baustelle verantwortlich? Ich nehm's mal an, ne? Hallo, ja, was ist denn hier los? Wieso blockieren hier alle die Straßen? Was ist hier los? Ja, Herr Schwede, Herr Mayer, Sie sehen's hier vorne. Doch mal Platz hier. Sie sehen's hier vorne. Man kommt hier kaum durch. Hier an der Seite geht's noch, aber wenn ich den Poller da vorne mitnehmen darf, dann gerne. Sind Sie hier dafür verantwortlich? Da kommst du doch wohl durch. Ich überlasse gern den Trecker. Das hier ein Auto oder ein Bulldog oder ein Traktor oder so? Ja, also man muss schon sagen, ist schon sehr eng, gerade für jetzt so Großtraktoren wie vom Herrn Schmidt und naja, vom Herrn Meyers ist Mittelklasse, aber machen Sie es ein bisschen mal schmäler hier, die Baustelle, dass wir hier ordentlich durchfahren. Wir können ja auch mithelfen, aber das ist zu weit. Was wird hier eigentlich gemacht? Ja, hier sind Bodenarbeiten für die neue Glasfaserleitung. Ihr wollt doch alle ein schnelles Internet haben. Für die Glasfaserleitung? Ja. Hier wird noch investiert? Ja, Auftrag ist ja schon ewig lange gemacht. Da hat doch vorher keiner Zeit gehabt. Bin ich der Einzige? Herr Schmidt, Schauen Sie mich nicht an. Also ich hab mal gehört, dass Glasfaser gelegt wird, aber dass wir das kriegen, keine Ahnung, das wusste ich auch nicht. Nee, ich wundere mich, weil ich heute Vormittag in der Post einen Brief gefunden habe, dass hier eine Gesellschaft wohl im Anmarsch ist und hier irgendwo Braunkohle gefunden hat und hier das ganze Gebiet aufreißen will und wir verkaufen sollen. Ja, Einzige, der das bekommen hat? Nee, nein, da sind Sie nicht. Sie haben es auch bekommen. Und dann bauen Sie hier noch Glasfaser hin, oder was? Ja, der Auftrag ist schon Monate her. Aber Sie haben... Ja, aber gibt's den Auftrag denn länger als das Schreiben, was wir jetzt bekommen haben? Oder, offensichtlich, ne? Ich weiß von keinem Schreiben. Ich muss hier nur baggern. Also, Herr Schmidt, das wir unterhalten uns gleich mal. Ich fahr mal da vorne ran. Aber jetzt möchte ich erstmal hier durch die Baustelle. Wir das denn ein bisschen zur Seite schieben hier? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich hab Pause. Ach so, okay. Ja, ich glaube, den Bauarbeiter sollte man lieber nicht ansprechen. Ich wundere mich auch. Wie buddeln Sie denn hier eigentlich? Sie haben gar keine Schaufel hier vorne dran. Was ist? Sie haben gar keine Schaufel hier vorne dran. Was machen Sie hier? Das sieht momentan so. Pause. Ich warte auf Ersatzteile. Ach so. Ja, gut, dann möchte ich Sie nicht stören bei Ihrer heiligen Pause. Aber das nächste Mal, wenn Sie absperren, bitte ein bisschen Acht geben. Gerade wenn. Sie sind ja hier an einem Feld. Och, Mensch, hier haben Sie auch noch das Feld hier. Ach, Leute. Sie sind ja hier an dem Feld, dann kann man sich ja drauf kommen, dass hier auch landwirtschaftlicher Verkehr ist, der ein bisschen breiter ist. Also ein bisschen nächstes Mal drauf schauen, bitte. Ja, okay. Ja, aber machen Sie mal weiter Pause. So, Herr Meyer, Sie schauen mal, dass Sie jetzt weiterfahren und die Straße blockieren. Sonst ist schon ein langer Schnee. Hinter mir. Sie sind ja nur hinter mir. Ja, ich habe extra abgesperrt, dass hier nicht mehr passiert. Herr Schwede, übrigens, die Papiere sind tatsächlich beim Peters, ne? Ja, ich habe auch schon angerufen. Der hat mir das schon bestätigt. Achso, okay. Ich habe auch noch mal angerufen. Na gut, ich fahre mal weiter. Ich will hier nicht den Betrieb. Genau, machen Sie das. Schönen Tag noch. Jo, Ihnen auch. Tschüss. So kommen wir jetzt ein bisschen besser durch. Aber das war viel zu eng. Ja. Alles hier. Großer Stau. Gut, dass das nur zwei Fahrzeuge sind. Na. Aber man will das ja auch nicht beschädigen, ne? Sonst heißt es, sie haben hier meine Schilder kaputt gemacht oder was. Das will man ja auch nicht riskieren. So, okay. Dann fahre ich mal gerade hier rechts rein. Und da muss ich mich mal schnell mit dem Schmidt unterhalten, weil mich hat das wirklich beschäftigt oder mich beschäftigt das auch immer noch. Da war ja nie die Rede von, dass sowas hier in unserem Dorf... Ich meine, man hört davon immer mal, ja, dass das irgendwo passiert ist und dass das wohl auch irgendwie rechtens ist. Ja, ich muss hier wohl durchfahren, ne? Ich kann ja nicht vor der Polizei irgendwie dann da stehen bleiben. Bleib mal hier an der... Hier werde ich wohl niemanden stören. So. Aber, dass das hier uns ereilen würde, das hätte ich nicht gedacht.
Herr Schmidt, also ich war einigermaßen überrascht, als ich das heute Morgen gesehen habe. Ja, da sind Sie nicht alleine mit dem. Also ich werde meinen Anwalt einschalten, weil ich lasse mich ganz ehrlich nicht, nur weil die meinen, noch mehr Braunkohle fördern zu müssen, lasse ich mich nicht von meinem Hof vertreiben. Ja, mich wundert das auch. Ich meine, alle reden hier über Windräder, Energiewende und sowas. Da vorne ist ja auch ein schönes Windrad und sowas. Ich dachte, das ist alles pappalapapp, das ist alles passé. Aber ja, jetzt kommen sie hier mit so einem Schreiben an. Ja, sie haben doch auch noch irgendwie in so ein Windrad investiert gehabt, oder nicht? Ja, das steht ja schon lange und das macht auch guten Strom und sowas. Und ich meine, ich bin jetzt kein Fanatiker. Sie wissen, unsere Maschinen und sowas, das kostet alles Sprit und so. Ich bin ja jetzt kein... Aber ich tue, was man tun kann, ja. Und da kommt so ein Schreiben, so wird's einem gedankt. Die wollen ja einfach den Grund... Wie stellen die sich das vor? 10 Jahre zu spät, ja? Sie haben investiert, ich habe investiert, wir haben das alles hier groß gemacht. Und jetzt kommt... Jetzt wollen die jetzt hier einfach aufkaufen. Da muss man sich doch zur Wehr setzen können, oder? Ja, natürlich. Also wenn Sie wollen, kann ich meinen Anwalt auch mal Bescheid sagen. Dann wird er sich bei Ihnen melden. Ja, also lassen Sie uns da auf jeden Fall irgendwie zu... Wir müssen mal... wissen Sie, wer da noch von betroffen ist? Ich muss mich da mal umhören, also... Ich schätze mal alle. Ich würde auch mal beim LU nachfragen oder zumindest... Oder Regina mal da die Ohren spitzen, weil das kann ja nicht sein, dass nur wir betroffen sind. Ich denke mal, das sind hier alle betroffen sind. Oh je, Herr Schmidt... Ja. Ich muss mich da mal, also spätestens morgen werden wir es ja vermutlich wieder im Mühlenboten lesen. Dann muss ich mir mal die Details da anschauen. Ja, und da stand doch irgendwas, demnächst ist da nicht noch eine Versammlung? Informative Versammlung, soll da nicht auch noch stattfinden? Ja, es stand in dem Brief, ne? Also da werde ich auf jeden Fall hingehen und mich da mal beschweren, weil, also in dem Brief stand das, also es wirkte so, als sei das jetzt nicht irgendwie zur Diskussion freigegeben, sondern reine Information, aber können die ja nicht machen. Also Braunkohle hin und her, aber das ist ja unser Grund. Deswegen sage ich ja, also ich will meinem Anwalt ihre Adresse geben und das ist ein Anwalt, der ist für Landwirte, das heißt, der wird ihren Hof so hoch schätzen, dass die Gesellschaften den gar nicht kaufen wollen. Hoffen wir, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und wenn es not tut, dann stelle ich noch ein paar Maschinen von mir bei Ihnen auf dem Hof ab, kommen da Kennzeichen von Ihnen dran und dann sagen wir, das sind Ihre, dann wird das sowieso ganz anders. Also, ob die sich davon beeindrucken lassen? Wenn sie alleine für zwei Höfe mehrere Millionen zahlen müssen, dann müssen sie sich ausrechnen, ob sich das dann noch lohnt, hier den Restplatz zu machen. Ne? Herr Schmidt, wissen Sie, essen wollen sie alle, ne? Aber Braunkohle scheint irgendwie dann doch ein bisschen wichtiger zu sein. Ich glaube, das wird unser Dorf hier, das wird auch die Nachbarschaft noch ordentlich in Trab halten. Und das vor allen Dingen auch für die Neubaugebiete. Die müssen ja hier alle, die haben alle neu gebaut und jetzt kommt die hier an. Ich wollte gerade sagen, das letzte Haus wurde erst letztes Jahr gebaut, oder nicht? Hören Sie mir auf. Ich glaube, das wird noch ein großes Ding. Das wird's. Hätte ich gut drauf verzichten können. Naja, ich mach mal weiter, ne? Ja. Aber interessant und gut zu wissen, dass es sie auch ereilt hat. Nicht, dass ich ihnen das gönnen würde, aber dann ist man wenigstens nicht alleine. Ja, das stimmt. Mit der ganzen Scheiße. So, Thema Scheiße, ich muss rausfahren. Bevor es noch schmatschiger wird. Machen Sie es gut, tschüss. Jo. Ah, Leute. Immerhin. Ich bin nicht der Einzige. Aber toll finde ich das nicht. In meinem inneren Auge habe ich hier schon, dass morgen hier irgendwie großer Auflauf mit Baggern und allem ist und dass hier alles platt gemacht wird und dass die hier mit irgendwelchen Taschenspielertricks dann hier versuchen, uns das Land irgendwie streitig zu machen. Also lustig habe ich da gar keine drauf. Und das vor allen Dingen in so einer guten Zeit. Wenn die uns vor 10 Jahren oder was weiß ich hier belästigt hätten mit ihrem Krane, hätte ich gesagt, gut, ich verkaufe den alten Hof von den Großeltern, schade drum, aber ich mache irgendwas anderes. Aber jetzt habe ich mich drauf eingelassen auf dieses Leben, bin hier voll verankert, kenne das Dorf, kenne die Umgebung, habe hier investiert, verdiene damit meine Brötchen und da kommen sie jetzt hier mit so einem Schreiben an. Ach, nee. Anstatt zu wenden, bin ich jetzt hier einfach die Straße weitergefahren. Ich hoffe, dass ich hier nochmal irgendwo gut rauskomme und dann gleich hier wieder ausbringen kann. So, da sind wir wieder nach dem kleinen Umweg und hier bringe ich das Ganze jetzt mal aus. Es hört auch langsam auf, habe ich das Gefühl. Es wird weniger mit dem Regen. Shitwetter. So, einmal öffnen, den ganzen Eumel. Und dann müssen wir das Ganze noch
senken und anschalten. So. Und dann fahren wir auch ein bisschen Gülle aus, sodass wir dann bald nochmal Heu machen können. Denn ich möchte auch ein bisschen was noch vertreiben, möchte noch ein bisschen was verkaufen. Das hat sich als ganz gutes Zubrot herausgestellt. In den letzten Jahren habe ich nicht so ganz dran geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Aber als harte Zeiten angebrochen sind, war ich dann doch froh, dass ich diesen Vertriebsweg noch hatte. Weil viele Landwirte kaufen einem das dann ab, ja, wenn man das so ein bisschen eingelagert hat. Und insofern werde ich das auch beibehalten und hier alles für gute Wiesen tun. Dass wir immer ein bisschen Heu auf Lager haben und vielleicht sogar noch ein bisschen was an Dritte abgeben können. So, aber das läuft doch gut. Ja. Und dann werden wir bald auch wieder einen reichen Schnitt haben. Ja, ja, es tut sich viel hier in diesem Dorf. Und am Nachmittag, ich hoffe, es hat dann aufgehört zu regnen. Aber am Nachmittag ist hier schon die große Versammlung. Dann wird der Bürgermeister die neue Buslinie in Betrieb nehmen. Wie der hier vorne vorbeikommen soll, das weiß ich persönlich noch nicht. Aber es ist Gott sei Dank nicht mein Problem. Ich werde jetzt hier einfach noch ein bisschen weitermachen mit der Gülle. Und dann schauen wir uns die Lage und die neue Buslinie und alle Informationen dazu schauen wir uns dann heute am Nachmittag nochmal im Detail an. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir jetzt raten würdet in der Situation. Ist ja sehr ärgerlich. Immerhin, es hat nicht nur mich getroffen. Wäre ja auch komisch, wenn nur für so ein kleines Gebiet das Ganze gemacht wird. Sondern auch den Schmidt. Vielleicht melden sich noch weitere. Müssen wir mal gucken. Und ich werde auf jeden Fall auch den Bürgermeister darauf ansprechen. Ich glaube aber gar nicht, dass der schon so davon Bescheid weiß, weil ich glaube, sonst hätte der mir schon was gesagt. Ich meine, der war ja letztens noch auf dem Hof und hat das alles inspiziert. Und im Mühlenboten stand bis jetzt auch nichts, ja? Ich bin jetzt aufmerksamer Leser, seitdem die da diesen Ramsch da geschrieben haben. Immer so ein bisschen aus Sorge, da kommt noch was. Ich danke euch also auf jeden Fall fürs Zuschauen, bin gespannt auf eure Tipps und bin auch gespannt auf die neue Buslinie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!